Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei Ashen. Und wie immer gilt, denkt dran, ganz wichtig, wenn dir das Video gefällt, dann lass mir bitte einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Freue ich mich wahnsinnig drüber. Die Entscheidung ist gefallen, Freunde. Ich weiß nicht, ob wir das im Let's Play oder als ich ein bisschen rumgelatscht bin gefunden haben. Auf jeden Fall die mit Asche versetzte Hakenkeule hat meiner Meinung nach einen der höheren Schäden. Ne, wir suchen ja eine stumpfe Waffe quasi. Bevor wir uns aber für die entscheiden, wollte ich einen kurzen Testlauf machen. Einfach, boah, Schluck auf. Einfach, wie die sich so schwingt. Okay. Die sticht also so nach vorne. Das ist wichtig zu wissen. Denn jetzt bin ich im Kopf nochmal durchgegangen. Das heißt, die hat ein ganz anderes Angriffsmuster als die Waffe, die wir momentan benutzen. Ich bin aber trotzdem gewillt, die hoch zu powern. Denn ich denke, die Waffe hat wahrscheinlich Potenzial. Hoffe ich. Da brauchen wir so eine Dingsteile. Ich habe ein bisschen Truhe ausgeräumt. Ein paar Sachen weggeworfen, wo ich dachte, okay, brauchen wir sowieso niemals mehr. Ah, kleiner Blick, lass uns gleich mal hier Scoria zu uns nehmen, denn ich denke, das brauchen wir jetzt dringend. Ja, Zweihandwaffen sind irgendwie nicht so meins. Aber wer weiß das schon. Überleg auch. Ich überlege auch, die Schaufel aufzuwerten und einfach zu gucken, ob die Schaufel immer eine Scheißwaffe bleibt. Oder nicht. 167 auf Stufe 7 und die ist auf Stufe 6 und macht jetzt schon viel mehr Schaden. Ich bin gewillt, mit der jetzt ein bisschen rumzulaufen, damit wir uns mal ein bisschen dran gewöhnen. Verschiedene Waffen haben natürlich ein verschiedenes Angriffspattern. Müssen wir gucken, inwiefern uns das gefällt auf Dauer oder nicht. Vielleicht suchen wir eine andere stumpfe Waffe. So. Ah, warte mal, wir müssen noch mit Amara reden, ne? Ja. Hätte ich ganz vergessen jetzt. Entschuldigung, ich habe so eine komische Maske. Ich sehe nicht, wo ich hinlaufe. Geffen has opened the way to the Palace Tower, where the shadow of the Ashen awaits. I can hear the dark threads pulled taut within. I fear that we are expected. There is something you should know. The shadow of the Ashen is my father. As the Ashen faded, he became obsessed with the light. It cost him everything. Wie sie einfach dabei ihre komische Klimper spielt. To my shame, I was not there to aid him as our beloved Lathyrus succumbed to the dark. Hätte ich sein Schicksal verhindern können oder hätte ich mich ihm angeschlossen?
Finde den Schatten des Ashen. Ah, puh. Naja, wir haben trotzdem noch ein bisschen was zu erledigen. Die Nebenquests machen wir natürlich noch vorher. Damit wir noch ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Leben bekommen. Versteht sich ja von selbst, würde ich sagen. Ja, von da aus kamen wir eigentlich ganz gut dahin, glaube ich, ne? Abgeworfene Gegenstände bleiben nicht ewig. Das ist ein schöner Hinweis. Ich habe diese ganzen Heimkehrerknochen. Die habe ich alle aus der Kiste abgeworfen. Wir haben ja bis jetzt noch nicht einen einzigen davon genutzt. Deswegen, ich denke, das brauchen wir am wenigsten. Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Dude! Also ich muss immediately, muss ich sagen, ich will eine Waffe, die wir schwingen. Immediately. Weil wir dadurch einfach mehrere Gegner treffen. Aber das ist gut zu wissen. Okay. Da drin irgendwo. Kämpfen wieder welche? Da oben, ne? Nice. Das war unspektakulär.
Das sind die letzten Quests, die wir noch haben. Forza, bleib in Deckung! Hätte ich nicht gedacht, dass der kleine Fratz, Alter, den platt macht. Brauche ich nicht. So weit ist es gekommen, Leute, dass ich mal beim Looten sag, nee, brauche ich nicht. Ist das nicht hier? Weiter oben oder weiter unten? Schwierig zu sagen, ha? Huh? Okay, nice. Zumindest haben wir herausgefunden, dass man gar nicht so richtig fallen kann. Also man kann schon fallen, aber... Ey, wisst ihr, was ich meine? Fucking Sniper! So, ich will natürlich unseren Scheiß wieder zurückholen. Auch wenn wir wissen, dass das nicht das ist, wo wir hin müssen. Aber zumindest wissen wir auch, dass es nicht das ist, wo wir runterfallen müssen. Ey! So. Wir müssen einen Weg nach unten finden. Mal wieder. Denn ich denke, das ist da unten. Geht das schon wieder los?
Weißt du, dass es durch, durch Gebäude runterging? Shit, ging's hier runter? Ich verfranz mich hier jedes Mal. Bekomme ich einen zweiten Yukel, wenn der erste sich durch Dummheit killt? So ein Austausch-Yukel? Guck die ganze Zeit, ob da unten so ein betender Mönch irgendwo ist, dass wir da einfach vielleicht uns hinsperren können. Wir müssen die Passage nehmen. Im Grunde genommen... Ich wollte gerade sagen, im Grunde genommen sollten wir vielleicht... einfach nochmal zum Dingspunkt und mit Yukel hierhin. Weil da waren ja die ganzen Geister und so drin. Aber jetzt weiß ich, wo wir lang müssen. Das sind so Sätze, die ich am besten einfach nicht sagen sollte. Hm? Okay, und zwar... führt uns unser Weg hier hoch. Warum kann die den schwingen? Das ist doch auch dieser, mit dem wir nur so einen Stoß nach vorne haben. So, und dann geht's nämlich hier rein. Dude, die Lampe ist hell. Das ist krass, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber ich verstehe nicht, warum nicht einfach die alten Lampen geupgradet werden. Ja, weil man kann ja nicht die Lampe verlieren. Wenn man stirbt, man verliert ja nicht seine komplette Ausrüstung.
Aber über dieses ganze Upgrade-System hier, da könnte man auch ein Buch drüber verfassen. Ich finde es ein bisschen schade, durch das, wie das System ist, probiert man quasi kaum andere Waffen, ne? Okay, also Jokel mit seinem neuen komischen Stab gefällt mir gar nicht. Sage ich ganz ehrlich. Auch wenn er einer meiner liebsten Typen ist. Aber das gefällt mir gar nicht. Jetzt macht er die ganze Zeit diesen Sprungangriff. Hallo? Gefällt mir nicht. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das wieder da unten bei der Mutter? Nee, ist hier hinten. Alles, was er macht, ist zu lange brauchen. Und dadurch einfach riskieren, dass er getroffen wird. Naja, das muss er wissen. Den Scheiß können wir gleich hier lassen. Feiglings Überrest haben wir tatsächlich einfach nie benutzt, ne? Der hat sich getarnt hier. Ich bin ein bisschen angepisst, muss ich ehrlich sagen, auf Jokel, dass er hier mit so einem Scheiß jetzt rumlatscht. Thank you.
Ich meine, wenn er trifft, trifft er, ne? Ja, das ist mir einfach zu shaky. Sage ich ganz ehrlich. Ich bin angepisst auf ihn. Ist so. Hat sich eine Waffe ausgesucht, mit der er nicht richtig umgehen kann. So, und jetzt müssen alle darunter leiden. Bin aber irgendwie so ein Mähdrescher, Alter. Ohne Richtung, ohne Sinn. Einfach reinmähen. Aber hey, es funktioniert. So. Ich will die ganze Zeit zum Flugpunkt. Sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir. So, okay. In den letzten Folgen passt es echt gut von der Zeit her, dass wir immer am Ende der Folge am vaganten Ruheplatz ankommen, ne? Handy hat auch schon Bescheid gesagt. The mother scale is so beautiful. See how it captures both light and shadow. And the power. You can feel it in the air. Please, give it to me. It will take me some time to study the Mother Scale, to extract its power. Bajoran has lived a long time. I only hope he can wait a little bit longer. Wird schon. Schildmädchenspeer. Amara. Okay. So. Okay. Du, der hat ein Haus? Lyra is still out there somewhere, but at least we foiled her forgotten Flokir plans. Now, would you mind if I had my milk teeth back? Ja, kannst deine Milchzähne haben. Thank you. I didn't exactly fancy meeting myself in a dark alley someday. Oh, my poor, misguided Lyra. All I wanted was to save her from herself. It seems that my most dreaded of moments has arrived. A dark decision indeed. The safety of many, or the life of my sister. I honestly don't think there's much left of the Lyra I knew. Cisna has seen to that. Lyra will be deep in the gnaw by now, harvesting for gone. So, let's put an end to this. Okay, seine Schwester killen.
Okay. Das ist weit weg. Das ist weit weg, Freunde. Pass mal auf. Am Ende des Tages wird der Spaten hier die beste Waffe. Gefällt mir doch nicht so. Aber das ist halb so wild. Jo, Freunde. Das war's mit dieser Folge Ashen. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, kannst du sehen in der nächsten Folge. Was? Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ich wünsche dir einen super angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.